Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Montag. Kein Gejammer, dass Montag ist und wir wieder arbeiten müssen. Wir dürfen arbeiten. Wir fühlen uns wohl auf der Arbeit. Wenn nicht, wenn wir uns auf der Arbeit nicht wohlfühlen, dann müssen wir die Arbeit wechseln. Ganz einfach. So, schon, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Ja, lasst mal hören, was los war am Wochenende. Ich freue mich immer. Jetzt habe ich noch was in eigener Sache. Also, ich habe es eben im Schneckerisch-Gedöns schon gesagt. Ich bin also nicht die Frau, die jeden Tag ihr Kontoauszug kontrolliert. Ich bin da absolut im Vertrauen. Ihr macht alles richtig, es ist alles wunderbar. Die Flocke fließe, den Energieaustausch, der kommt zu mir. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ich sage ja auch immer vielen, vielen Dank für diese Wertschätzung auf meinem PayPal-Konto. Das sehe ich natürlich, weil ich gleich die Nachricht kriege. Ich habe jetzt vorhin meine Kontobewegungen gesichtet und habe festgestellt, dass ganz viele von euch aufrunden und manchmal sogar sehr großzügig aufrunden. Also ich bin hin und weg. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann das ja gar nicht in 14 Tagen Urlaub alles auf den Kopf schlagen. Also ich brauche ja 2 Urlaube oder 4 Wochen. Also ich muss mal mit meinem Chef reden, ob das funktioniert. So. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Wertschätzung. Also ich bin da wirklich wahnsinnig glücklich drüber, freue mich. Und was ich in Ägypten nicht auf den Kopf klopp, spare ich fleißig weiter und schlag's dann nächstes Jahr drauf. Genau. So, ihr Lieben. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin also wahnsinnig glücklich. Auch für eure Legungen, die ihr bei mir bucht. Ich habe wahnsinnig viel Spaß mit euch. Vorhin war ein bisschen eine hektische Legung. Hab dann aber als Antwort gekriegt, vielen Dank für den Arschtritt, war wohl nötig. Ich bin ganz ehrlicher Vertreter, also was gesagt werden muss, wird gesagt. So, ich bin noch auf meinem Bauernhof, die Energie hier fließt noch, obwohl das Wasser fließt, okay? Es regnet und regnet und regnet und regnet. Ich sollte mich vielleicht mal ins Nasse stellen, ich bin nur 1,60 Meter, vielleicht bin ich dann irgendwann 1,70 Meter, dann zieht sich das Ganze auch ein bisschen weiter in die Höhe und dann habe ich vielleicht irgendwann statt Kleidergröße 46, Kleidergröße 36. Mehr weiß es nicht, wer munkelt's nur. So, jetzt gucken wir mal, was der Montag uns bringt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Nicht maulen, dass wir morgen wieder arbeiten dürfen. Wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne dazu, an den Schwimmen fort. Die haben bei jedem Regentropfen, ob im Flutgebiet, wahrscheinlich die Panik im ganzen Körper, weil es regnet schon wieder. Bei den Leuten wird es einfach nicht trocken. Den anderen brennt die Hütte unter dem Hintern ab. Die ganze Welt steht auf dem Kopf. Wir dürfen froh sein, dass wir arbeiten gehen dürfen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Essen und Trinken haben, dass wir Freunde haben, die für uns da sind, die für uns sorgen, die mit uns sind. Wenn ich auf meinem Bauernhof bin hier, ich gehe immer her mit 2 Kilo mehr, weil ich mich hier durchfuttern do. Es schmeckt alles gut. Ich liebe das, mit meiner Freundin was zu unternehmen, Gläschen Sekt zu trinken, gerne auch mal 2. So, alla hopp. Mond auch. Die Heilung. Ist es schon mal schön, am Montag wird etwas geheilt. Und der schöpferische Funke kommt hinzu. Das Universum ist bei uns. Wir können nichts falsch machen, weil das Universum da ist. Das ist alles, wie es ist, ist es richtig. So. Perfektes Timing morgen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Also, mach dich auf den Weg. Lass los. Wenn du dein Bedürfnis nach Kontrolle aufgibst, wird deine entspannte Energie rasch zur Wunscherfüllung führen. Alla hopp, lass den Bettel. Ist mir das, was ich sage? Lass die Situation los, egal welche. Lass die Situation los, alles fügt sich. Da oben, die machen schon alles richtig mit uns. Weil dann wird dein Wunsch erfüllt. Worum du gebeten hast, das wird geschehen. Also, lass es los und dann kommt es auf dich zu. Besser kann es nicht sein für einen Montag. So, die himmlischen Helfer. Was möchten die uns sagen? Wie gesagt, alles allgemein, zieht euch raus, was ihr braucht. Liebt, wen ihr möchtet, ob Männlein oder Weiblein, scheißegal. Hauptsache, ihr seid glücklich. Tut euch gut. Alles, was euch gut tut und euch glücklich macht, genau das ist nämlich richtig. So, da will nix. Da will der Optimismus. Passt wieder
wie die Faust aufs Auge. Sei optimistisch, lass den Kram los, es ist das perfekte Timing und dann wird dein Wunsch erfüllt. Der schöpferische Funke ist bei dir und es kommt zur Heilung. Ich liebe sowas. Wenn die Karten so miteinander sprechen, ich liebe es. Ich habe wieder wenig Stimme im Moment. Da ich heute schon viel mit euch gearbeitet habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mein Wildfang ist schon daheim, mit dem werde ich jetzt noch einen Kaffee trinken. Und dann mache ich mich auf die Spur. Dann bin ich für heute fertig. Romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Es klappt auch mit der Aussprache nicht mehr. So, was soll ich denn euch sagen? Vorhin wollte ich gucken mit meinen Kommentaren, gell, weil ich die ja immer so gern lese und dann auch beantworte. So, also sie sind fort. Wo immer sie sind fort. Im Universum verschwunden. Ich weiß nicht, ob ich wieder irgendwo drauf getrickt habe oder was auch immer. Sie sind fort. So, was soll denn für morgen den heiligen Montag transformiert werden? Die Unterstützung kommt von oben, das ist das, was ich euch eben gesagt habe. Umziehen, also, wenn es ums Umziehen geht, neuer Job, neue Wohnung, egal, neues Land, vielleicht gibt es auch einige, die einfach auswandern. Super! Denn du hast die Unterstützung von oben und die Motivation ist da und du bist stärker, als du glaubst. Eigentlich müssen wir jetzt wirklich aufhören, weil es ist traumhaft. Schneckerisch gedönt zwar eben schon schön, also super. Ich freue mich. Es wird ein schöner Montag. Hoffentlich ein sonniger und trockener. Die soll es sein, okay? Weil du hast die Macht der Fantasie, also du darfst wirklich träumen. Es kommt zu Erneuerungen in deinem Leben durch diesen Umzug in ein neues Leben. Zieh doch einfach in ein neues Leben um, krieg ich grad. Gestalte dir für dich ein neues Leben und höre auf deine innere Wahrheit. Das ist eigentlich das Wichtigste. Hör, was dein Bauchgefühl dir sagt. Ich rede jetzt immer wieder, so, ich mache mir jetzt immer ein bisschen Platz hier. Weil jetzt geht es hier ans Eingemachte. So, liebes Universum, was soll denn für morgen noch kommen? Gleich so viel. Allah, das war die erste. Wir sind von oben unterstützt. Wir kriegen Hilfe von oben. Wo war mein Cut? Hier. Unterstützung. Unterstützung von oben. Ist es schön? So, weiter geht's. Mit dem Seelengefährte. Mit dem Dual. Voller Erfolg. Seht ihr das alles? Ja. Betrug, List, Tücke, alle Falschheit, alles geht raus. Der Trabo ist gerade wieder angesprungen. Wir haben wieder Licht. So. Sollen wir mal 12 Kärtchen machen? Weil Montag ist. Und weil so viele Nörgler wieder dabei sind, ah, schon wieder Montag, schon wieder Arbeit, das Wochenende ist schon wieder rum. Könnt ich kotze. Könnt ich im Strahl kotze. So, er kommt in seine Stabilität. Er verlässt sein Gefängnis. Ihr wisst ja, das ist die Gefängniskarte für mich. Warum auch immer, ich habe so gesagt, für mich ist die Gefängniskarte. Er verlässt sein Gefängnis, er kommt in seine Stabilität. Lug und Druck gehen raus. Das Ganze passiert sehr plötzlich, weil er in der Sehnsucht ist, was dich betrifft. Seht ihr das noch? Ja. Weil er in der Sehnsucht ist, was dich betrifft, macht sich Kummer, macht sich Gedanken, wie es weitergehen soll mit dir und mit ihm. Ist aber noch im Rückzug. Er weiß es noch nicht, er macht sich noch Gedanken. Das Wort Geduld kann keiner mehr von euch hören, gell? Das geht mir aber aufs Mäppchen. Das ist wie wenn ich dann so die Sache lese. Geduld, Geduld, der Sommer, der kommt noch. I wonder, nächstes Jahr. Das Jahr ja nicht mehr. Wir haben im nächsten Monat fängt der Herbst an. Also für mich ist ja schon Wind, ey. Ich bin hier voll wieder eingemummelt. So, aber es kommen Nachrichten auf euch zu. Absolute Wunscherfüllung. Er kommt in seine Klarheit.
Haben wir irgendwas drin mit Beruf? Nee, haben wir nicht. Haben wir irgendwas drin mit Geld? Haben wir auch nicht. Umziehen haben wir. Ich habe reingeklickt, zieh in ein neues Leben um. Füll dich in einem neuen. Ist meine Hand, gell? Ist mein Fingerchen. Guck mal, da ist mein Fingerchen. Zieht in ein neues Leben um. Macht euch euer Leben so schön, wie es geht. Weil wenn ihr in eurer Mitte seid und nicht mehr in der Bedürftigkeit, da kommt ihr noch gewackelt. Da kommt ihr noch gewackelt. Das ist einfach so. Krieg ich noch was, liebes Universum? Also, Time for Love noch mal kurz. Irgendwas ist noch, was das Universum uns zu der Liebe noch zu sagen hat. Das ist immer toll, gell? Ich krieg irgendwie gesagt, ich soll noch Karte nehmen, dann mische ich mir einen Wolf, dann kommt nichts, dann soll ich so rumdrehen. So, und dann kommt die Hochzeit. Alla hopp. Ich wünsche euch einen zauberschönen Montag. Genießt den Wochenstart, weil die Woche ist auch irgendwann wieder rum und dann freuen wir uns aufs nächste Wochenend. Und alles ist schick und alles ist gut. Ihr müsst nur alles loslassen. Lasst das Alte los, dein Wunsch geht in Erfüllung. Romantische Gefühle kommen, guck mal, mit dem Universum dabei. Lug und Betrug gehe raus. Er kommt in seine Klarheit. Sollen wir mal lupeln? Genau, guck mal, guck mal. Kommt in seine Klarheit, ist transformiert. Licht am Tunnel ist da, dauert aber noch 3 Takte. Es wird ein neues Buch aufgeschlagen. Mit, wie heißt das Teil hier jetzt? Geschenk. Feste Verbindung, die wollen wir, glaube ich, all sehen, sollen jetzt aber auch gut. Na, Hallamasch, genacht, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Gebt schön auf euch Acht. Macht nichts, was ich nicht auch mache, Date. Ciao, ciao.